Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte. Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Hm? Setz dich. Erzähl mir von dir. Hm? Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Hm. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das... Das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und ich spiele mit euch Uncharted 4. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay. Das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlächter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen.
Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar, me alegro verlo. Zeig mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Ach du Scheiße. Kapitel 5. Hector Alcázar. Und wir springen hier in die Haut von dem einst verschollenen Bruder Samuel von Nathan Drake. Und wir flüchten jetzt hier erneut aus dem Gefängnis von Panama. Ja. Ach du Jemine. Der Drogenbaron. Seine Truppen haben hier alles niedergemetzelt. Oh. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Oh je. Die wirst du brauchen. Ja, das ist sehr nett. Ich weiß noch, wie man damit umgeht. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Aganlo. Oh shit. Aber schön zu sehen oder nachzuspielen, wie der Bruder entkommen ist. Okay, die Drecksarbeit lassen wir erstmal die machen. Hier nochmal ein kleines Tutorial zum Ziel. Oha. Ein kleines Tutorial zum Zielen. Munition nehmen wir natürlich direkt mit. So, erstmal in Deckung gehen. Meine Güte, das ist hier ein Aufstand. Ich muss erstmal Freund und Feind voneinander unterscheiden können. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich spiele auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Da das ja hier ein Let's Play ist. Und ich hier nicht beweisen muss, wie gut oder besser gesagt, wie schlecht ich doch bin. Oha. So. Deswegen ist natürlich auch eine einfache Steuerung beim Schießen eingestellt. Kann man natürlich jederzeit ändern. Ich werde das Spiel auch nochmal auf dem höheren Schwierigkeitsgrad für mich selber durchspielen. Und da werde ich das natürlich auch ausstellen. So. Oh. Jawohl. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine schönere, größere Waffe gefunden.
Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Das hört sich an, als ob sich hier gleich etwas... Oh, oh, oh. Ja, okay. Oh ja, das habe ich mir jetzt eben schon fast gedacht. Oh Mann. Auf was lassen wir uns hier bloß ein? Okay, den Weg kennen wir ja eigentlich schon. Oha. So, hier lang. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste. Danke. Ja, wir kommen ja schon. Die Munition hätte ich trotzdem gerne noch mitgenommen. Oh. Okay, Schulterwechsel beim Zielen. Wir bleiben aber lieber in der Sicht. Gar keine Munition mehr. Das heißt... Okay, ich wollte schon sagen, das heißt, wir müssen in den Nahkampf überwechseln. Aber wir haben jetzt... Oha. Oh je. Aber diesmal scheint mir das ja zu überleben, denn diese Geschichte erzählen wir ja gerade. Deswegen mache ich mir hier gerade mehr Gedanken darüber, was wir diesem Halunken hier versprechen. Was für dreckige Geschäfte wir hier akzeptieren werden. Ja, wir sind bereit. So, durch das automatische Zielen ist natürlich hier der Wechsel ziemlich rasant von einem Target aufs nächste. Ich kann jetzt hier natürlich auch außer Deckung herausschießen, ohne zu zielen. Ja, der verzieht dann natürlich. Vielleicht stelle ich es auch im Laufe dieses Let's Plays noch um. So, die Jungs sind erledigt. MP... Oh Gott. Ja, wir kommen ja schon. Hoppala. Wie zurück. Boom. Ja, ach du Scheiße, trifft das ganz gut. So. Weiter geht's. Freiheit, wir kommen. Blind feuern wollen wir natürlich nicht. Versuchen mal hier einen gezielten Schuss abzugeben. Das scheint aber nicht viel zu bringen. Oh! Oh! Die zerballern hier meine Deckung. Oh Mann! Okay. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich folge ihm weiterhin. Wir werden einen Teufel tun und ihn hier hintergehen, denn sonst schaffen wir das hier niemals raus. Wir stecken jetzt schon viel zu tief in der Scheiße. Oh. Okay. Verstanden. Wenn ich nicht schnell genug bin, werde ich von hinten erschossen. Alles klar. Das heißt, damit will man mich natürlich hier ein bisschen vorantreiben. Okay. Wir kümmern uns nicht um sie. Ey, schubst mich doch nicht weg. Okay, auf in den Van.
Die Kugeln fliegen wie wild um die Ohren. Das hat schon nicht mehr viel mit einem Spiel, sondern eher mit einem Film zu tun. Einem sehr guten Film. Es macht einfach unglaublich Spaß zu spielen. Aber ja, erstmal was trinken. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hm? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Warum glaube ich ihm das? Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt.
Was also bei dem in Panama gefehlt hat, könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute wie... irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch.